Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Ja, ich bin aus dem Urlaub zurück. Wir haben das letzte Mal ja hier Feierabend gemacht und ja, gucken jetzt mal, wie wir denn jetzt zurückkommen, weil ich hatte wieder mal das Glück, als wir im Urlaub waren, kam ja das Update raus mit dem Verbrennungsschaden, dass jetzt die Zombies wieder überfahren werden können und was weiß ich nicht alles. Was eigentlich ja doch ziemlich gut ist, im Prinzip, aber ich irgendwie definitiv nicht mitbekommen habe, weil ich nicht da war. Es ist natürlich ein bisschen doof, denn machen wir jetzt hier heute Samstag die nächste Folge in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch zum Auto kommen, obwohl müsst ihr eigentlich. Also wir müssen ja eigentlich nur noch hier runter bis dahin irgendwo. Und ja, schauen uns dann gleich auch noch mal das mit den Autos an. Ich hoffe, mein Auto ist überhaupt noch da. Dies könnte das nächste Problem sein. Also ich habe mittlerweile gehört, man kann die Autos komplett zerlegen, komplette Seitenteile weg. Autos nehmen wieder Schaden, Zombies werden überfahren oder können wieder überfahren werden. Und all solche Sachen, das ist natürlich, ja, eigentlich ganz gut. Also ich finde, es hat sich da wirklich einiges getan. Es soll ja dann jetzt auch, genau, wollte ich da auch nochmal gucken, Feuerschaden oder Verbrennungsschaden geben. Hier, nee, das ist die Schlusssicherung. Ah, genau, das da ist der Medium-Batterie-Charger. Und es soll doch angeblich Verbände geben und irgendwie ein neues. Ah, genau, das da ist aus Limettensaft, Lumpen. Und Baseballschläger oder so könnte man so ein Messer herstellen, was natürlich auch nicht schlecht ist. So, das Messer haben wir jetzt gefunden. Jetzt müssten wir nur noch. Ah, da ist sie, glaube ich. Ah, improvisiertes Burngel. Okay, das ist ja schon mal geil. Das ist, warte halt, wo war da, da was? Dreimal Aloe Vera, Wasser und das Ding. Das ist ja geil. Also das kann man ja wirklich ziemlich leicht herstellen. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken, hatten wir beim letzten Mal ein Nachtsichtgerät gefunden? Nein, leider nicht. Schade. Sonst hätte ich nämlich gesagt, ziehen wir das jetzt an. Ja. Ja, bei uns auf dem Server hat sich auch so ein bisschen was getan. Also die Respawn-Kosten für Random betragen jetzt 0 Dollars. Die im Sektor Spawn habe ich auf 1000 gelassen und das andere ist, glaube ich, war ja ein Gold oder so, keine Ahnung. Also da kann man jetzt auf jeden Fall mal gucken. Ist das da ein Zombie oder ist das ein Spieler? Ich weiß das nicht. Ne, das ist ein Zombie, okay. Da ist noch ein Zombie, das ist jetzt aber. Scheiße. Ich wollte doch keine Zombies. Ich wollte eigentlich. Naja, egal. Den kloppen wir uns jetzt mal kurz durch die Zombies. Okay, die Zombies scheinen jetzt aber auch wieder irgendwie schneller down zu gehen, habe ich das Gefühl. Ein bisschen Geld, das in die Hände nehmen und dann geht's weiter. Können ja mal versuchen, hier an dem vorbeizukommen. Vielleicht sieht er uns ja gar nicht. Also ich muss sagen, mittlerweile, es tut sich immer mehr in dem Spiel. Ich finde es immer geiler, es wird immer geiler. Ja, ist schon nicht schlecht. Also ich sage, mir gefällt es mittlerweile immer mehr. Es kann eigentlich echt nur noch besser werden. Die arbeiten ja auch, wie gesagt, an diesen NPC-Dingern und. Da bin ich auch nochmal gespannt, was das wird. Ich weiß jetzt nicht, ob an NPC-Wachen oder an NPC-Gangstern oder was auch immer. Die sind natürlich, ich sag mal, bei PvE-Servern zum Beispiel vielleicht gar nicht so verkehrt. Die könnte man natürlich, wenn sie dann drin sind, vielleicht ein bisschen stärker machen oder nicht zu stark oder keine Ahnung ist. Dann hat man eigentlich das gleiche wie in einem PvP-Server.
Ich glaube im Übrigen immer noch. Achso, warte mal, was hat er denn jetzt vorher? Ich muss gerade wieder voll eingewöhnen, ne? Volle Blase. Okay, wir gehen mal in den nächsten Busch und machen mal ein Pullerchen. Ja, man muss halt nur mal gucken dann, wie extrem gut oder schlecht dann die PvP-Dinger wirklich sind. Das müsste man dann wirklich bei Gelegenheit vielleicht mal gucken. Aber wenn die relativ gut einstellbar sind oder so, na, wäre das ja eigentlich auch nicht so schlecht. So. Aber wir machen jetzt erstmal unsere Reise hier heute weiter. Ich glaube, da vorne sind müsste jemand wohnen, wenn ich das richtig sehe. Das sieht aus wie. Obwohl ich glaube, ich muss darüber, ne? Genau, wir müssen darüber. Ansonsten laufen wir nämlich da hoch. Da hat jemand diese chinesischen Laternen. Ich glaube, ich weiß auch, wer da wohnt. Aber das ist jetzt eigentlich auch egal, weil eigentlich wollen wir nur zurück zur Base. Und ich hoffe, das schaffen wir heute noch. Weil so langsam, aber sicher auch durch den Urlaub mache ich mir nämlich ein bisschen Sorgen um mein Auto. Ich sehe es schon kommen. Ich komme in die Base zurück. Auto weg. Das wäre nicht so toll. Von daher müssen wir mal ein bisschen schauen, dass wir jetzt hier so ein bisschen schneller machen. Und ja. Ist Gedönse dann vielleicht auch mal besser hinbekommen. So. Da steht schon wieder irgendwo ein Zombie. Ich höre ihn. Hier ist noch irgendwo einer. Vielleicht sollten wir erstmal runter. Ein bisschen Ausdauer machen. Noch haben sie mich nicht gesehen und gehört. Eigentlich auch mal gucken hier gerade so. Ne, da nicht. Da. Okay, ich bin mit Falli ziemlich abgestürzt. Da müssten wir mal ein bisschen schauen bei Gelegenheit. So, ich versuche jetzt einfach mal unerkannt über die Brücke zu kommen. Wäre ja schon mal schön, nicht wahr? Wir haben uns schon mal nicht mitbekommen, das ist gut, aber ich dachte eigentlich beim letzten Mal, wir kommen jetzt erst in das Gebiet rein. Okay. Das ist jetzt natürlich ziemlich doof. Doof, ja. B2 ist ein Airdrop, das wäre da. Ne, kommen wir nicht hin. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof, es ist wieder dunkel, ich weiß. Aber ja, ich bin jetzt gerade ein paar Stunden zurück und ich wollte unbedingt jetzt ein Video machen. Oder ja, ein Video auch machen und vor allen Dingen Scum zocken. Deshalb gucken wir jetzt mal, was daraus so wird. Eigentlich war ich doch der Meinung, es wären auch die Quatsch. Gewehre geladen gewesen, ne? Aber das Problem ist, ich sehe den hier wieder nicht. Keine Ahnung. So. Wir nehmen jetzt einfach mal das Ding wieder in die Hände. Marschieren mal los. Vielleicht habe ich ihn erwischt. Ne, ich habe ihn nicht erwischt. Oh Gott. Auch nicht erwischt, es läuft. Ich bin hier voll der Scharfschütze. Ich merke es schon. Jetzt habe ich ihn aber anscheinend erwischt. So, dann jetzt in die Hände nehmen. Und weiter geht's.
Ja, irgendwie soll sich auch der Metabolismus irgendwie geändert haben. Keine Ahnung, ich habe noch nichts rausgefunden. Ich habe es noch nicht mitgekriegt. Keine Ahnung, vielleicht müssen wir jetzt doch noch öfter kochen. Ich habe da echt gerade keine Ahnung. Da ist irgendwo noch ein Zombie drin. Dann gehen wir mal hier rüber. Es grummelt ein wenig. Scheiße, da ist noch einer, sehe ich gerade. So, schnell in die Hände nehmen und schnell machen, dass wir hier wegkommen. Da ist noch irgendwo jemand. Zwei C1-Verletzungen habe ich schon. Das ist doch blöd. Ja, ich bleibe jetzt wegen der Lichtverhältnisse, bleiben wir definitiv hier auf der Straße, sonst würde ich wahrscheinlich querfeldein laufen. Aber ja, das ist ja auch nicht so das Wahre. Das Problem ist, ich kann auch im Großen und Ganzen so nichts machen. Also auch dieses Ausruhen funktioniert ja bei mir zurzeit nicht, weil ich ja noch den Rucksack dabei habe. Also ich könnte nicht, auch wenn ich die Matte dabei hätte, mich jetzt irgendwie auf die Matte legen zum Schlafen, weil dann schmeißt er ja den Rucksack komischerweise weg. Den hält er ja nicht mehr in der Hand. Ist schon alles ein bisschen. Ich weiß noch nicht. Oh Gott. Ja, seitdem es Schaden gibt, anscheinend waren die anscheinend alle ihre Autos kaputt. Das ist Oh, ich glaube, seitdem die Fahrzeuge irgendwie wieder hatte, ja, werden die Leute ein bisschen aggressiv hier auf dem Server. Ich weiß nicht. Ich glaube, wird Zeit, dass ich die Tage mal wieder als Admin dann da so ein bisschen Ruhe mit reinbringen irgendwie. Das ist ja schlimm. Ja, super, genau. Es muss da jetzt nicht sein, dass es regnet wie Sau hier. So. Mann. Jetzt wird der ganze Rotz noch ein bisschen schwerer. Wir haben es jetzt noch ein bisschen schwerer, dann zurückzukommen wegen Ausdauer und so. Ach, ist doch alles Kacke. Ich mag nie mehr. Der lange Weg nach Hause. Ich merke das echt schon. Das ist. Wir sind erst hier. Wir müssen aber, wie gesagt, ein. Ich glaube, wir laufen gleich echt das letzte Stück irgendwie querfeldein oder so. Ah, okay, da oben ist noch irgendwo einer anscheinend. Diese scheiß Blitze bei Regen, die geben ja auch gerade irgendwie gewaltig. Aber das hatten wir im Urlaub übrigens auch. Also ein bisschen Unwetter. Zwar nicht viel, aber ein bisschen was. Das war schon ulkig. Aber ja, hatte was. So, wenn. Das Problem ist, wir müssten jetzt südöstlich eigentlich.
Ja, wirklich südöstlich, was mich gerade ein bisschen stutzig macht, obwohl doch könnte vielleicht hinkommen oder so, ich habe keine Ahnung. Ich muss gleich mal gucken, ob wir richtig laufen. Es ist doch. Ist es östlich? Das ist südöstlich. Und das Problem ist, es gibt. Süden ist unten doch südöstlich. Also müssten wir doch. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Müssten wir nicht eigentlich. Das ist Osten. Norden, Osten, Süden, Westen. Ja, südöstlich. Ah, ich gucke mal und hoffe. Ja, selbst für mich ist gerade momentan hier ein bisschen das Problem im Dunkeln, kaum was zu sehen, aber ja, auch das gehört zum Spiel, das wisst ihr ja. Also alle die, die zumindest spielen, wenn ihr irgendwie unterwegs seid, so sieht's halt aus, wenn man stirbt und ohne Nachtsichtgerät gerät dann wieder spawnt. Das ist schon ein bisschen doof, aber ja, gut. Geht nicht anders. Da muss man halt auch im Dunkeln gucken, dass man zurückkommt und man, ja, also man kann sich ja nicht einfach irgendwo jetzt die ganze Zeit hinlegen, ne, und nichts tun. Wäre, glaube ich, genauso blöd. Wobei ich ehrlich gesagt zurzeit bei dem Unwetter lieber das Nichtstun bevorzugt hätte wahrscheinlich. Ah. Ja, ich wollte gerade sagen, also irgendwie heller wird es auch noch nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade nicht, wie spät wir es haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe auch nicht geguckt, bevor ich auf den Server gegangen bin. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Da steht schon wieder ein Zombie. Es ist doch. Also den habe ich wenigstens gesehen und gehört, denn. Können aber auch. Da ist noch irgendwo einer. Das Problem ist halt, dass wir gerade echt ziemlich viel an Ausdauer verlieren, weil wir halt immer schwerer werden. Ja, 46 von 32 Kilo. Es ist jetzt nicht wirklich. Oh. Jo. Wann und wie hat der uns denn gesehen, der Drecksack? Das ist doch Feierabend jetzt hier. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat, aber ja, er hat uns gesehen. Den reparieren wir hier mal. In die Hände nehmen und gucken jetzt erstmal, dass wir weiterkommen. Ich sage, also ich sehe jetzt schon, es ist verdammt schwer hier gerade. Ups. Wir haben zwei infizierte Verletzungen. Haben wir denn irgendwie wenigstens Antibiotika dabei? Vermute ich nicht, ne? Schmerztabletten hätten wir dabei, das war es aber auch schon. Obwohl eigentlich könnten wir mal kurz.
Ne, wir haben wirklich keine dabei, das ist scheiße. Aber ich würde sagen, wir hauen uns jetzt erstmal hier so ein bisschen was in die Wampe. Im Prinzip können wir ja eigentlich doch mal gucken hier, ne? Vielleicht, wenn wir alles verstaut kriegen, könnten wir den Rucksack eigentlich liegen lassen. Das Ding brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Ausrüsten, ne. Ausrüsten, so. Ah, diese sind nur noch die drei, das heißt, wir essen dies noch. Wir essen das. Und das da können wir auch noch essen. Obwohl, dann können wir trotzdem hier weiterlaufen. So. So, und jetzt laufen wir so ein bisschen südöstlich, würde ich sagen. Dann könnte man nämlich hier so drüber laufen, wenn wir Glück haben und sind relativ fix da. Wäre zumindest schön, vor allen Dingen. Würde ich gerne das Auto gucken, wie es aussieht. Ich würde gerne gucken, ja, vor allen Dingen, ob wir noch Batterien haben, ne? Fällt mir gerade ein. Haben wir noch Autobatterie? Ist die noch voll? Ist die leer durch das komische Gedöns, was da kam und so? Könnte ja auch noch passieren. Durch das Update und den Hotfix und keine Ahnung. Der ist schon wieder ein Zombie. Wir sollten uns mal eben hinlegen. Hatten wir nicht auch ein Pistolenholster? Ne, haben wir nicht. Pistole haben wir auch keine, ne? Ne, haben wir auch nicht. Das ist sehr schön. Es lichtet sich gerade ein bisschen. Es wird gerade ein bisschen hell durch die. Ich wollte gerade sagen, durch die Sonne, aber dadurch, dass der Mond sich verpieselt. Vermutlich hat auch dadurch der Zombie uns jetzt gesehen, aber da brauchen wir nichts von. Ganz ehrlich, ich lasse den Rucksack und die komische Jacke hier liegen. Ich würde sagen, wir laufen einfach jetzt so weiter. Ich glaube zwar nicht, dass das besser ist oder so oder einfacher ist, aber naja. Wir brauchen auf jeden Fall, wie gesagt, Antibiotika. Obwohl, nee, brauchen wir schon nicht mehr, okay. Bin ja auch mal gespannt, wenn die rauskommen demnächst, wie das aussieht mit den neuen Bunkern hier. Und wie gesagt, auch die neuen NPCs, das wäre, ja, das ist auf jeden Fall was, was mich so, oh nee, nicht nur Süden, südöstlich müssen wir. Also ich finde, es ist zumindest ein bisschen heller wie eben. Ja gut, noch ist der Mond draußen, aber wenn die Wolken da gleich wieder drüber ziehen, ist es wieder stockfinster. Ich versuche jetzt mal, boah, ich wollte gerade sagen, ich versuche mal den Zombie zu umgehen. Ich versuche jetzt einfach mal alle zu umgehen. So. Wir gucken einfach mal. So, jetzt aber erstmal hinlegen hier. Okay. Wenn wir Glück haben, sind gleich die ersten zwei wieder verheilt.
Mehr wie 85% kriegen wir nicht mehr. Das heißt, wir müssen bei Gelegenheit mal wieder liegen, schlafen, keine Ahnung was. Jetzt erstmal gucken, dass wir, wie gesagt, überhaupt zur Base zurückkommen. Dann unser Auto mal bewegen, damit es nicht despawnt. Zum anderen erstmal auch hoffen, dass das Auto ja überhaupt ein bisschen was macht oder so. Die Batterie wenigstens noch ein kleines bisschen hat oder so. Das ist wäre zumindest schön, ja. Ah, da ist schon wieder irgendwo ein Zombie. Habe ihn zumindest nur gehört, gesehen habe ich ihn nicht, weil dunkel, auch für mich dunkel. Sogar mittlerweile ein bisschen dunkler als für euch, sehe ich gerade. Ich weiß noch nicht warum, aber es ist so. Aber ich hoffe eigentlich, dass wir gleich, sieht doch eigentlich fast gut aus, oder? Dass wir so fast am Haus sein dürften, mit viel Glück. Dann hätten wir die erste Etappe nach dem Urlaub wieder geschafft. Dann haben wir nämlich geschafft, schon mal zum Haus zu kommen. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch östlich, eigentlich. Ich würde mal sagen, wir laufen mal dadurch. Aber schmeißen uns jetzt vielleicht erstmal hier hin. So, weil da ist unser Haus. Wenn wir da irgendwo rauskommen, wären wir ja eigentlich direkt da, glaube ich. Ich hoffe. Ich hoffe echt, dass wir da irgendwie hier in der Nähe sind. Und dann werden wir auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir mit dem Auto ein bisschen was fahren, vielleicht tanken oder so. Ich weiß nämlich gar nicht, wie wir das Auto hinterlassen haben. Aber es hat aufgehört zu regnen. Die Wolken lichten sich ein wenig. Der Mond macht wieder heller. Das ist schon mal sehr schön. Wir sehen definitiv mehr. Ja, im Moment. Ja, die Ausdauer ist schon wieder, ich weiß nicht. Warum sind wir immer noch Oberkörper, okay, und da 2C1 Verletzung, 82% Gesundheit. Ich muss jetzt bei Gelegenheit echt nur noch mal rausfinden, was die jetzt am Metabolismus geändert haben. Würde wahrscheinlich auch ziemlich helfen. Was ist das? Ein Baumstamm, ne? Ja, ich glaube. Boah, Glück gehabt. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt da gespawnt? Alles andere hätte vielleicht ein Problem werden können. So. Nur noch 84% Ausdauer, okay. Aber ich glaube, hier vorne, das ist schon unser Gehöft. Das heißt, wir haben da jetzt endlich das Heim erreicht. Da ist die Straße, das ist schon mal sehr gut. Wir sind schon mal zu Hause angekommen. Das hat ja schon mal einen großen Vorteil. Ja, komm her. Schrei nicht, komm her. So. Ah, okay. Was? Nee, ne? Mein Auto ist despawned. Warum?
Warum bitteschön ist mein Auto? Ach, nö, das ist doch nicht wahr. Scheiße. Uiuiuiui. So. Ja, kommen Sie mal her zu mir, mein Herr. Sie müssen schon mal herkommen. What? Ernsthaft, jetzt sterben wir in der Bude oder was? Alter, nimm doch mal die Eins in die Hand. Was soll denn das? Oh, Alter. Dies war jetzt aber nicht so geplant. Scheiße. Na super. 2, 4, 5, C1 Verletzung. Das läuft. In Lumpen zerteilen, machen wir mal. Mann, 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 ist das ein Mist hier. Was? Einer. Das kann nicht sein. Das kann echt nicht sein, oder? Ich hasse es. Echt. Vor allen Dingen dadurch, dass jetzt auch unser Auto weg ist, mehr oder weniger. Das heißt, wir dürfen dann jetzt auf jeden Fall bei Gelegenheit wieder ein neues Auto suchen gehen, fahren, hüpfen, tun, was auch immer. Es ist schon ein bisschen doof. Aber gut, dann ist es wohl so, wa? Ich weiß nicht, warum mein Auto weg ist. Ich weiß es echt nicht. So, dann würde ich jetzt sagen, suchen wir erstmal Antibiotika. Oh Gott, ey, das wird ja hier wieder. Es wird ulkig. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht mal, wo ich sie hingeschmissen habe, die ganzen Antibiotikas, wenn wir überhaupt welche hätten. So, ich habe auf jeden Fall schon mal drei Autobatterien hätten wir schon mal. Loot-Auto, ja, ist ja schon mal schön, dass wir das vielleicht auch rausgepackt haben, aber das Auto ist trotzdem weg. Ach, ist doch alles scheiße, ernsthaft hier. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein Nachtsichtgerät, ich weiß nicht, ist nichts drin, nee, war fast klar. Gott, ey, wo ist denn mein Antibiotika und der ganze Rotz? Das ist nur Bau. Wir wollten eigentlich auch das ganze Zeug noch umändern in, ja. Hat sich wohl auch erledigt. Ach, ist doch alles ein Mist hier, echt. Okay. Schmerztabletten, Schmerztabletten, Schmerztabletten. Sieht nicht gerade gut aus, wenn ich ehrlich bin. Dieses Ding auch nicht. Oh Gott. Dies auch nicht. Sehr schön. Och Leute. So müssten jetzt, glaube ich, alle gewesen sein. Kleidung, ich weiß gar nicht, ist da was drin? Nein. Das ist wieder, das ist echt wieder, das ist, oh Gott, ey, fängt schon der Urlaub gut an. Ich bin schon wieder, voll auf Krawall hier. So, das Ding mal da rein. Ist hier rüber. Ist hier rüber. So, und dann würde ich sagen.
Schrotzenmunition hier rein. Das hier rein. Das bleibt hier, das bleibt hier. Das kann auch hier bleiben. Das geht darüber. Das bleibt hier, das rüber. Ach, guck mal, haben wir doch. Meine Güte, was ist denn das jetzt wieder für ein Scheiß hier? So. Lass mich raten, es funktioniert gerade nicht. Die ist empty oder so. Wahrscheinlich liegt es daran, ich habe keine Ahnung. So, dann schmeißen wir die mal schnell da rein. Wo ist denn das Teil jetzt da? Öffnen, dann turn on. Turn on. So, schau mal. 2 Stunden 23, okay. Obwohl, weißt du was, das können wir alles eigentlich hier lassen. Wir haben doch hier zweimal die mit. Das Ding nehmen wir mit fürs Auto, wenn wir eins finden. Das nehmen wir mit. Das können wir auch mitnehmen. Das auch. Das bleibt hier. Schmerztablett nach. Da ist übrigens auch noch was. Da wäre noch was drin. Wow, wunderbar. Guck mal, dann haben wir ja jetzt zwar nicht viel, aber ein bisschen was. Das da rein. Das nehmen wir mit. Das darüber. Das darüber. Das kann auch hier bleiben. Wie gesagt, wir müssen demnächst mal alles sortieren hier. Oh Gott. Das geht erstmal hier rein. Die bleibt hier. Das bleibt hier. Das geht dahin. Das hier rüber. Das darüber. Gott. Ich schmeiß jetzt erstmal alles hier rüber, obwohl ist ja eigentlich gut, ich würde sagen, das ist dann jetzt auf jeden Fall der lange Weg, ein Auto zu suchen. Würde ich jetzt mal so behaupten, weil das ist blödsinnig, dass das scheiß Auto jetzt weg ist. Ey, das ist, ach, da kriege ich auch schon wieder so halbes Herzklabastern, Rasen, keine Ahnung was. Das ist doch blöd. Warum ist dieses blöde Auto weg? Ey, das ist, oh. Kann doch nicht sein. Es kann echt nicht sein. Aber okay, ist so. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Haben wir irgendwo ein RPK-Magazin oder müssen wir... Obwohl, ich glaube, wir nehmen die drei, die wir letztens am Airdrop gefunden hatten. Nee, im Schrott ist es nicht. Auf jeden Fall ist das schon mal ein Zielfernrohr. Das ist schön. Dann reparieren wir das. Jetzt sind wir bei 92%. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Da ist der Rissadapter, da ist dreimal das. Ja, dann nehmen wir die halt mit. Ist mir auch lieb. Auspacken. 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 Dann hauen wir die jetzt erstmal rein hier. So, wo ist der Rissadapter? Der ist hier. Das ist sehr schön. Eigentlich müssten wir doch noch irgendwo ...
haben, war ich eigentlich der Meinung. Also nicht, sondern. Ja. So, die Werkzeugkiste können wir gleich hier lassen. Die können wir auch mitnehmen. Das ist so scheiße, dass das Auto weg ist. Sehr gut, das heißt, wir müssen jetzt definitiv so komplett über die Map und gucken, dass wir jetzt irgendwo ein neues Auto herkriegen. Der Rissadapter da drauf, das Teil da drauf. Warte mal, wir könnten damit eigentlich das hier mal kurz reparieren. Wunderbar. Genau. Dann. Wir brauchen Holz da. Das Ding hier nehmen wir auch mit. Holster, Pistole. So, bei. Wunderbar. Hä? Ach so, okay, ja, okay, keine Ahnung. Genau, das könnten wir jetzt übrigens mal versuchen hier. Keine Ahnung, ob es weggeht. Geht wunderbar. Dann müssen wir das jetzt so behandeln, weil anders kriege ich es nicht weg. Ja, müssen wir erst die Verbände entfernen, was irgendwie genauso doof ist, aber okay. So, was? Oh, ey, ernsthaft. Warte, 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 warte. Das ist mir jetzt zu blöd hier zerlegen. Ja, warte kurz, das Ding hier. Machen wir mal so. Dann entfernen wir das nochmal. Ich weiß zwar nicht, warum die zwei Verletzte oder warum die Verletzung dann wieder komplett neu ist, aber. Ja, es wird schon seine Gründe haben. Ist mir auch egal. Ich werde das jetzt einfach mal machen. Ich werde es hier auch nicht mehr kommentieren. Ich glaube, das ist. So kriegen wir sie jetzt wenigstens eh komplett geheilt. Dann ist das doch gut.
Ja, ist geil, dass es anscheinend trotzdem nicht funktioniert. Das ist ein bisschen doof, aber okay. So, jetzt möchte ich trotzdem noch ein Holster haben. Ah Mann, ich habe eine 1911 hätte ich hier und nochmal Munition. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall bei Gelegenheit 9 mm Munition. Da ist übrigens nichts drin. Das andere Problem ist, wir haben das meiste Zeug irgendwie tatsächlich im Auto gehabt, ne? Weil ich gedacht habe, wir wären rechtzeitig wieder zurück. Ja, gut. Dem Wein ist besseren belehrt worden. Ist nicht der Fall. Dann müssen wir jetzt für die nächste Runde gucken. So, ist noch mal raus. Reparieren. Jetzt brauchen wir 9 mm. Neun Millimeters haben wir aber, glaube ich, gar nicht, ne? So wie es aussieht. Ach, das ist doch blöd. Naja, wir können das mitnehmen, das mitnehmen. Achso, das ist leer. Die können wir übrigens dahin packen. Wir bräuchten irgendwie eine Autobatterie oder sowas, habe ich das Gefühl. 8 Stunden oder 8 Tage, 6 Tage, keine Ahnung was. 5, 6, 5. Dann nehmen wir doch die hier mit den 8. Die hier, die nehmen wir mal mit. Das Problem ist nur. So, das lassen wir auch mal, nehmen wir auch mal mit. Wie lang noch? Oder wie viel? Oh Gott. Inventar öffnen. 2 Stunden 12. Ah, das ist doch auch wieder. So, warte, 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 warte. Wir müssen hier das nehmen. Oh, ist auch nicht viel. Das ist scheiße. Reparieren. Was haben wir denn hier liegen? Was ist denn das da? Hallo, durchsuchen? Nee, ich möchte wissen, was da liegt. Bestimmtes Messer oder so, okay. Den gucken wir nochmal hier. Warte mal, turn on. Turn on. Reparieren. Und reparieren. Dafür sind die Dinger da. Und für die Kühlschränke wahrscheinlich die Dinger hier, oder? Jo. Dann wollen wir doch mal gucken jetzt hier. Das, wenn wir unsere Kühlschränke repariert kriegen, geht ja so gar nicht. So, das da rein, dann das darüber, das dahin, dann geht der dahin, so. Prüfen. 18, keine Ahnung was. Das Ding ist übrigens leer. Turn on, ich weiß gar nicht wie viel. 310, okay. Ach so, guck mal, den haben wir ganz vergessen. Der ist beleidigt jetzt gleich. Das ist blöd. Oh Gott. Wieder, ne? Nehmen wir erstmal den Sechser hier. Reparieren. 59%. Das ist blöd. Dann machen wir das so. Dann nehmen wir die noch mit raus, reparieren. So, dann sind wir bei 100%. Was mir jetzt aber auch schwer fällt, ist, ach, ist doch alles scheiße. Ja, wir könnten übrigens das Stück Pizza noch mitnehmen oder das könnten wir eigentlich essen oder so.
Guck mal, wie gut dies geht. Wir haben nämlich nichts mehr an Pizza und so oder nichts mehr zu essen. Die ist auch bald am Arsch. Da holen wir lieber eine neue. Schmerztabletten. Es ist genauso scheiße. Gucken wir mal. Wir nehmen auf jeden Fall die 51er Schmerztabletten mit. Obwohl, ne, wir haben Schmerztabletten dabei. Warte mal dann. Das da rein, das da rein, das da, das da, das hier hin. Die Tabletten darüber, das dahin. Ich bräuchte eigentlich noch 9 mm Munition. Verdammte Hacke. Ich war eigentlich der Meinung, wir hätten mal mehr als genug davon gehabt. 45er haben wir ohne Ende. Lass mich raten, die 9 mm war alles in der Scheiß Auto. Sag euch, wie es ist. Das ist doch kacke. Inventar öffnen. Packen wir. Achso, warte, das hier. Remove. Dann hauen wir das direkt mit da rein. 8 Stunden. Oh Gott. Und das jetzt 4 Stunden. Nee, das ist blöd, glaube ich. Dann machen wir das lieber anders. Ich schmeiß das lieber. Halt. Inventar öffnen. Da ist nichts drin. So. Turn on. Prüfen. 350, okay. Inventar öffnen. Das Ding braucht dann jetzt 40 Minuten. Das ist sehr schön. In der Zeit können wir dann vielleicht ein bisschen. Mist. Ja, da haben wir 9 mm Pistolen, aber irgendwie gerade keine Munition. Das ist echt zum Kotzen irgendwie. Warte mal. Wir nehmen auf jeden Fall eine 20er Bleiplatte mit. Das nehmen wir noch mit. Ich habe keine Ahnung. Ich sage, ich habe definitiv keine Ahnung, wo. Oder wo nicht. Oder weiß auch nicht, warum das Auto weg ist. Also keine 10 Tage weg. 9, 8, 9 Tage. 9 Tage waren wir weg. Also keine Ahnung, wo das Auto hin ist. Das ist merkwürdig. Das ist echt blöd. Ne, da ist nur Schrott drin. Das wollte ich jetzt auch nicht mitnehmen. Reifen, Reifen, Reifen. Ne, eigentlich auch nicht. Ach, Reifen, Sprit haben wir keinen. Das ist auch genauso blöd. Ja, das heißt, wir laufen dann jetzt definitiv zu Fuß, keine Ahnung wohin, gucken, dass wir ein Auto finden. Ich hoffe, wir werden bei Gelegenheit eins finden. Warte mal, hier ist doch. Boah, geil. Ah, der ist aber kaputt. Müssen wir reparieren. Das ist sehr schön. Schmeißen wir das Ding auf jeden Fall hier rein. Es ist mir scheißegal, wie es aussieht. Soll nicht gut aussehen, soll helfen und überleben helfen. So, und ansonsten, ja, würde ich sagen, haben wir so ein bisschen verloren. Oh, das ist so ein Scheiß, ne? Inventar öffnen. 2 Stunden. Also das Große scheint besser zu sein wie das Kleine. Ich habe sonst keine Ahnung, wie ich das erklären soll oder so. Das wie prüfen. Ah, okay, ich wollte gerade sagen. Gut. Es ist alles nicht so. Naja, wir hätten auf jeden Fall schon mal ein Fahrzeugreparaturset. Das ist schon mal schön. Wir haben Fahrzeugreparaturset, wir haben einmal Autobatterie, wir haben einmal ein Schloss. Und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt irgendwie auf den Weg. Und suchen ein neues Auto.
Ja, ich sage ja hier in der Gegend, also hier so in dem Bereich, denke ich mal, brauchen wir gar nichts. Und das heißt, wir müssten irgendwo hier oben suchen gehen. Das heißt, wir fangen jetzt einfach an, wir gehen raus, wir. Das ist echt so eine miese Kacke, ne? Alter. Super, schon wieder zwei. Das ist, boah, krieg ich da einen Affen dran? Kann's doch nicht sein. Das kann's echt nicht sein. Ich hab langsam echt die Schnauze voll. So, einmal, zweimal. Es ist schon ein bisschen kacke hier gerade, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wir hätten zwei Gießkannen, ja, die brauchen wir aber gerade nicht wirklich. Oh Gott, ey. Also was ich gerade am meisten bräuchte, wäre mein Auto. Was ich am meisten bräuchte, wäre mein Auto. Was wir hier definitiv nicht haben. Das ist scheiße. So, also geht's weiter. Ja, dann, wie gesagt, ziehen wir hier hoch erstmal irgendwo. Keine Ahnung. Große Stadt vielleicht oder sonst was. Und gucken, dass wir da vielleicht irgendwo ein Auto finden. Ich kann mir sonst echt nicht vorstellen, wo noch irgendwo ein Auto sein soll. Es ist so ein Dreck, echt. Aber gut, müssen wir jetzt gucken. Obwohl, wisst ihr was? Wir sind ja schon bei X2X-Dingsbums hier bei 2. Würde sagen, wir laufen jetzt nach Hause zurück. Weil ich sehe gerade, wir sind schon bei fast einer Stunde. Laufen jetzt nach Hause zurück. Legen uns da bis zur nächsten Folge hin. Und ich hoffe, die nächste Folge beginnt dann im Hellen und vor allen Dingen. Hoffentlich ist bis dahin auch unsere Autobatterie und der ganze Driss voll. Nein, nicht Autobatterie, die Batterien voll. Und vielleicht können wir dann voll erholt, voll mit Batterie und was weiß ich nicht alles, uns auf den Weg machen, ist ein neues Auto zu finden, zu suchen. Das ist echt irgendwie zum Kotzen. Ich habe keine Ahnung. So, wie gesagt, dann legen wir uns hier erstmal hin, pausieren bis zur nächsten Folge. Halt, nein, egal. Gucken hier nochmal kurz nach den Batterien. Inventar öffnen. Wo sind wir denn jetzt hier? Bei 2 Stunden braucht er noch. Inventar öffnen, der braucht noch 32 Minuten, okay. Nee, dann legen wir uns hin und pausieren erstmal. Dann sollte nämlich bis zur nächsten Folge, wenn wir Glück haben, der Scheiß auch unter sein. Und wir sollten wieder voll sein. Ich hoffe es auf jeden Fall. Bis dahin wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende. Hoffe, wir sehen uns Montag wieder. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, bis dahin. Ich sage erstmal ciao. Der Falli.